Thema, das ich jetzt besprechen will, ist: Wissen ist kein Zaubertrank. Das heißt, islamisches Wissen ist kein Zaubertrank. Islamisches Wissen ist unheimlich wichtig. Unheimlich wichtig. Aber es ist nicht die Lösung, sondern ein Teil der Lösung. Warum erwähne ich das? Weil es heute einige Gruppierungen gibt oder einige Prediger gibt, die mit Sicherheit auch die meisten davon eine gute Absicht haben, bei denen sich praktisch die ganze Dawa darauf bezieht, die Menschen dazu zu bringen, Shuyukh, Ulama oder große Tulabulim zu werden. Und das ist alles schön. Und es ist auch absolut lobenswert, Menschen davon zu begeistern, Wissen zu lernen. Das machen wir ja auch. Da haben wir auch schon viele Vorträge darüber gemacht und deswegen versuchen wir auch immer wieder, islamisches Wissen zu verbreiten. Aber wir müssen eine Sache realisieren. Wissen alleine bringt keine Veränderung. Dieser Sache muss man bewusst sein. Die viele Munafikun, viele Heuchler haben großes Wissen, aber die werden in die tiefste Stufe der Hölle gehen. Die meisten irregegangenen Gruppen sind von Leuten gegründet worden, die nicht unwissend in der Religion waren, die teilweise viel Wissen hatten. Die Juden zur Zeit des Propheten Mohammeds, Frieden und Segen mit ihm, hatten großes Wissen gehabt. Deswegen werden sie in der Fethi als Reiril Mordubi alayhim, nicht diejenigen, auf die der Zorn Allahs kommt. Der Zorn Allahs, weil sie in Wahrheit mit Wissen in die Irre gegangen sind. Es gab Sahaba, Ubay ibn Khalaf, die wussten, der Prophet ist ein Prophet. Die waren sich sowas von überzeugt davon, bei der Schlacht von Uhud. Ubay ibn Khalaf wollte den Propheten töten. Und er hat sich extra darauf vorbereitet. Und der Prophet, und er hat den Propheten vorher schon gedroht, dass er ihn töten will. Und dann hat der Prophet Frieden und Segen mit ihm gesagt, ich werde dich töten. Und er hat sich genau darauf vorbereitet, auf den Propheten gelauert, bei der Schlacht von Uhud, um ihn zu töten. Und dann hat der Prophet einen Speer geworfen und er hat eine Rüstung an Ubay ibn Khalaf und hat dann durch die Rüstung einen kleinen Kratzer bei ihm verursacht. Ubay ibn Khalaf ist geflüchtet und hat geschrien. Die Leute haben gesagt, was schreist du? Verstellst du dich so an? Das ist ein kleiner Kratzer. Da sagt Ubay ibn Khalaf, Mohammed hat zu mir gesagt, er wird mich töten. Das heißt, selbst wenn er mich anschmucken würde, würde ich davon sterben. Bruder, der war sich so überzeugt, dass Mohammed Frieden und Segen mit ihm die Wahrheit sagt, und er ist trotzdem wieder gegangen. Der wusste, dass es die Wahrheit ist. Das heißt, Wissen ist kein Zaubertrank. Wissen ist wichtig. Jetzt wird jemand sagen, ja, aber Wissen kommt vor Rede und Tat. Imam Bukhari sagt, Al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal. Das Wissen kommt vor Rede und Tat. Stimmt, hast du recht. Dann sagt er, und da gibt es auch einen Beweis für den Koran, nämlich fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Wisse also, dass kein Gott gibt außer Allah und bitte um Vergebung für deine Sünde. Also kommt hier zuerst das Wissen und dann die Vergebung der Sünde. Das hat bestimmt, das Wissen kommt vor Rede und Tat. Aber ist hier mit diesem Vers gemeint, ich fange erst an zu handeln, wenn ich ein islamisches Studium abgeschlossen habe? Das ist ein Fehlverständnis. Das heißt, du kommst dann mit einem Vers vom Koran, den du missinterpretierst. Das ist eine Missinterpretation. Das heißt, die Bedeutung von diesem Vers ist, wenn ich eine Tat mache, muss ich diese Tat mit Wissen ausführen. Das heißt, ich kann nicht irgendeine Tat machen, ich kann nicht beten und mache so hier, oder ich mache Voodoo und mache so oder so, ja, sondern ich muss die Tat richtig ausführen, ich muss wissen, wie das funktioniert. So.
Und deswegen muss ich mich vorher vergewissern, ob das, was ich sage, ob das, was ich mache, richtig ist. Aber das heißt nicht, ich fange erst an zu handeln, mit islamischer Arbeit, den Islam zu nützen, wenn ich erstmal ein islamisches Studium abgeschlossen habe. Weil das ist das, was heutzutage einige Leute vermitteln wollen. Die wollen uns vermitteln, ja, wir müssen erstmal alle ein islamisches Studium sozusagen abgeschlossen haben. Das werden die so nicht ausdrücken. Die werden nicht sagen, ja, jeder muss erstmal ein islamisches Studium abschließen, aber das ist das, womit ihre Taten sprechen. Weil die Taten können auch sprechen. Ja, Taten reden die Wahrheit. Lisanul hal la yakdhib. Die Zunge der Situation, die lügt nicht. Die Zunge lügt vielleicht, aber die Zunge der Situation lügt nicht. Zum Beispiel, ich sage zu jemandem, guck mal, wenn der große Zeiger auf 12 ist, auf deiner Uhr, und der kleine Zeiger ist auf 6, dann haben wir 6 Uhr. Was heißt das? Die Zunge der Lage sagt, ich glaube, dass der Typ nicht weiß, wie man die Uhr liest. Dass der ein bisschen doof ist. Das ist ganz klar, weil ansonsten würde ich dir das ja nicht erklären. So, das heißt, wenn du beispielsweise jedes Mal, wenn jemand Dawa macht, oder wenn jemand sich islamisch betätigt, oder islamische Arbeit durchführt, kommst mit, ja, nein, können wir nicht, wir sind zu schwach, wir müssen erstmal lernen, und du rufst dann jedes Mal dazu auf, ein Studium abzuschließen, dann sagt deine Zunge der Lage aus, wir können erst Dawa machen, wenn wir flächendeckend eine bestimmte Gruppe von Gelehrten haben. Aber wenn wir so lange warten, dann sind schon viele in die Hölle gegangen. Weil wenn wir jetzt hier rumfragen, wie ihr angefangen habt zu praktizieren, und ich frage jetzt hier, wie seid ihr dazu gekommen, da garantiere ich euch, werden alle von euch sagen, oder so gut wie alle, das ist fast immer so, ja, Bruder, weißt du, ich bin aus einem islamischen Elternhaus oder ich bin konvertiert und ich hatte eine Zeit gehabt, wo ich richtig schwach war, wo ich so unterwegs war, Party. Ja, aber ich bin dann nachher zurückgekehrt, weil ein Freund hat gesagt, komm mal mit, da ist ein Unterricht, komm mal mit, da ist ein Vortrag, hier, schau dir mal das Video an, hier hast du dies, hier hast du das. Das heißt, fast immer ist es so, entweder durch einen Freund, der kein Alim ist, der wenig Wissen hat, der einfach nur rudimentäres, oberflächliches Grundwissen von der Religion hat, oder durch ein Buch, einen Flyer, der ihm gegeben wurde, oder durch ein Internetvideo, ist meistens so. Was sagt uns das? Wenn wir sehen, dass die meisten, die den Islam praktizieren, auf diese Art angefangen haben, den Islam zu praktizieren, dann sagen wir, wenn wir euer System anwenden würden, hätten wir diese Leute nicht recht geleitet. Weil es ist nicht irgendein Scheher aus Saudi-Arabien nach Deutschland geflogen und von Haus zu Haus gerade an der Tür geklopft. Kann der auch gar nicht, soll gar nicht geben, seine Pflicht kann man auch gar nicht von dem erwarten. So. Das ist erstmal Punkt Nummer 1. Hätten wir das nicht so gemacht, oder hätte Allah nicht dazu gesorgt, dass wir das so machen, hätten wir auch nicht den Grund dafür gebracht, durch den Allah die Menschen recht leitet. So, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Der nächste Gedanke ist, was wäre, wenn wir diese Ressourcen, diese wenigen Ressourcen, die wir haben, dieses bisschen Wissen, was du hast, was ich habe, was der hat, ja? Ja, weil Wissen ist immer relativ. Ne? Was wäre, wenn wir das strukturiert und effizient und effektiv nutzen? Und jeder macht darüber mit dem bisschen, was er hat. Sheikh Uthaymin sagt, wenn man kein Wissen hat, kann man trotzdem darüber machen, indem man beispielsweise Bücher oder Flyer verteilt. Man sollte sich nur vorher bei jemandem, der mehr Wissen hat, informieren, ob diese Bücher oder Flyer richtig sind. So, wie viele sind schon durch Flyer, haben angefangen zu beten? Wie viele? Wir haben das schon so oft gehabt, wir haben mit Leuten geredet, die sagen, wir haben da einen Flyer, wir haben den Flyer gelesen, warum betest du nicht?
Wie viele haben angefangen durch einen Koran, haben den Islam angenommen? So, was wäre, wenn jeder Muslim diese Sache in Angriff nimmt? Das heißt, zu denken, einfach nur durch Lernen würde die Situation besser werden, ist ein Trugschluss. Weil es gibt Leute, die haben viel Wissen, die sind in die Irre gegangen. Shaitan Iblis hat auch viel Wissen. Ach, der hat auch noch Erfahrung. Der hat Erfahrung seit tausenden von Jahren, ist der nur damit beschäftigt, die Menschen in die Irre zu führen. Der hat ganz genau studiert, wie er die Menschen in die Irre führt. Der weiß ganz genau, was der Islam sagt, was die Pflichten sind. Weil er so die Menschen besser in die Irre führen kann, aber das Wissen hat ihm nichts genutzt. Das heißt, es geht nicht nur darum, Informationen zu vermitteln. So. Und die Wunden der Umma sind viele. Wir sind nicht nur hier in Deutschland oder hier in Syrien. Die gibt es in der Türkei, die gibt es in Syrien, die gibt es in Marokko. Überall hat die Umma Wunden. Wir können uns nicht auf eine Wunde konzentrieren und die anderen Wunden lassen. Jeder muss sich auf die Wunde konzentrieren, wo er am meisten Erfolg sieht. Und wir konzentrieren uns auf die Wunde hier in Deutschland. Weil wir die am besten heilen können. Wenn wir die ganze Jugend auf der Straße sehen, die in die Irre geht. Oder auch Nicht-Muslime, die auf dem Weg in die Hölle sind. Das heißt, Wissen ist wichtig, ist eine Grundvoraussetzung. Das heißt aber nicht, dass das ein Zaubertrank ist. Weil wenn ich manche höre, die werden richtig zu Jammerlappen erzogen, zu Ohrfeigengesichtern. Ja, ja, boah, wir sind zu schwach und wir können nicht, was ist das für ein Wissen? Und das Wissen, wenn du den Koran richtig lesen würdest, dann würdest du sehen, der Prophet, der hat die Leute nicht so erzogen. Ach, der Prophet, als er vom Teufel wieder, du redest von Wissen und hast so eine Jammerlappen-Einstellung. Was ist das für ein Menhesch? Du redest vom Menhesch des Propheten, wenn es um Bad geht, wenn es um die Hose geht. Aber ach, was hatte der Prophet für einen Menhesch, wenn es darum ging, die Leute zu bewegen? Der Prophet war ein Teufel, wurde mit Steinen geschmissen, dann kam er zurück nach Mekka. Ach, das Blut ist an seinem Körper vorher runtergelaufen. Und dann steht er vor Mekka und will nach Mekka reingehen. Und da sagt Zayd ibn Haritha zu ihm, radiallahu anhu, O Gesandter Allahs, wie willst du nach Mekka zurückkehren, wo sie dich vertrieben haben? Nach dieser Niederlage, nach diesem, was da in Taif passiert ist. Was sagt der Prophet? Sagt er, ja, boah, wir sind so schwach, wir müssen erstmal sitzen, lernen und vielleicht in 200 Jahren verbessert sich dann von selber. Manche Leute wirklich, die lesen Bücher und dann gucken die zum Himmel, so ungefähr, ja, und denken, der Sieg kommt irgendwann runtergefallen. Einsatzbereitschaft muss auch da sein. Ist nicht nur Wissen. Wo ist die Einsatzbereitschaft? Wo ist die Opferbereitschaft? Wo ist deine Bereitschaft, durch gegen den Strom zu schwimmen? Wo ist deine Bereitschaft, durch die Wände zu rennen, ohne mit der Wimper zu zucken? Wo ist deine Eigenschaft, da zu stehen wie der Prophet, egal was die Leute von dir denken, die Wahrheit zu predigen? Wo ist deine Eigenschaft, über die Märkte zu gehen und zu sagen, Kulu la ilaha illallah tuflih und sagt la ilaha illallah, ihr werdet Erfolg haben? Nee, wir sind zu schwach, lass uns erstmal zurückziehen. Na, wo? Wer redet dir das ein? Du bist zu schwach, das sagt dir der Scheitan. Und wenn dir das ein Gelehrter sagt, dann ist das entweder ein Jahil oder auch ein Scheitan. Ach ja, was hat der Prophet zu Zayd ibn Haritha gesagt? Hat er gesagt, wir sind zu schwach? Ach ja, die waren zwei Personen, die waren voll unterdrückt. Der ist gerade mit Steinen beworfen worden. Und Zayd ibn Haritha sagt, hier, wie sollen wir wieder reingehen? Du bist vertrieben worden. Dann sagt der Prophet, ja Zayd, inna Allah ja'ilun lima tara makhraja wa faraja. O Zayd, Allah wird für das, was du siehst, einen Ausweg und eine Lösung schaffen. Wa inna Allah nasiru dina muthiru nabiyya. Und Allah wird seine Religion und seinen Propheten zum Sieg führen.
Dieses Bewusstsein musst du im Herzen haben. Das ist Wissen. Das ist eine Art von Wissen. Wenn du dieses Wissen nicht verinnerlicht hast, wenn dir das deine Gelehrten nicht beigebracht haben, dann sollen die lieber in Rente gehen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Wenn die dich eingeschüchtert haben. Der Prophet hat keinen eingeschüchtert. Warum sind die Sahaba so, wie sie sind? Weil sie so erzogen wurden. Warum sind die so? Warum sind die so stark geworden? Warum stand Ja'far ibn Abi Talib, der Bruder von Ali, warum stand er vor dem Najashi? Man hat klar und deutlich die Botschaft gebracht. Wer hat ihm dieses Vertrauen gegeben? Warum standen die Sahaba vor dem Najashi? Alle haben sich verbeugt und die haben sich nicht verbeugt. Haben gesagt, wir verbeugen uns nur vor Allah. Oder wir werfen uns nicht nieder, wir werfen uns nur vor Allah nieder. Vor dem König. Also du glaubst doch heute, oder heute stehen die Imame von der Moschee sogar mit der Mohammed-Karikatur. Ach, so weit ist es schon gekommen. So, deswegen, nochmal, ich animiere jeden Bruder und jede Schwester dazu, so viel Wissen zu lernen, wie er kann. Ladet euch Vorträge runter, hört ihr euch an, habt immer einen MP3-Player im Ohr, kauft euch verschiedene Bücher, schaut euch Vorträge an, geht zu Seminaren, geht zu Vorträgen, organisiert etwas in eurer Stadt, organisiert etwas in eurer Wohnung, ladet jetzt alle Vorträge runter, speichert die, inshallah, auf einer Festplatte. Ja. Aber Wissen alleine ist kein Zaubertrank. Wissen ist wichtig, Wissen ist aber nicht die Lösung, sondern ein Teil der Lösung, das muss man bewahren. Nicht jeder Sahabi war jemand, der sehr ein großer Alim gewesen ist. Der den Koran auswendig konnte. Ich meine, großer Alim ist ja immer relativ. Khalid al-Walid war ein großer Kämpfer, der hat gesagt, ich bin vom Dschihad. Der Dschihad hat mich vom Koran abgehalten, also Koran auswendig zu lernen. Der konnte nicht viel vom Koran. Weil jeder hat eine Aufgabe, jeder kann etwas tun, jeder kann etwas bewirken. Das möchte ich euch mitgeben, liebe Geschwister. Und schaut, was ihr bewirken könnt. Und wichtig ist die Dawa. Die Dawa ist auch ein Schlüssel zum Fortschritt des Islams. Und dafür muss man nicht erstmal ein Islamstudium abgeschlossen haben. Denn Allah sagt im Koran, Sura 6, Vers 34 oder 54, Laqad kuzibat rusulun min qablik. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Wann sind die der Lüge bezichtigt worden? Als sie in ihrer Moschee saßen, ein Seminar gemacht haben? Nein, die sind der Lüge bezichtigt worden, als sie mit diesem Wissen rausgegangen sind. Was haben die dann gemacht, als sie ihre Lüge bezichtigt worden sind? Haben die gesagt, oh, wir waren so provokant, oh, nee, wir haben es falsch gemacht, wir hören besser auf? Nein. Fasabaru ala ma kuzibu uzu, sind standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde. Das heißt, die sind nicht nur der Lüge bezichtigt worden, denen ist auch Schaden zugefügt worden, die sind angegriffen worden. Aber was haben die gemacht? Und was haben die gemacht? Die haben weitergemacht. Die haben nicht gesagt, wir müssen Sabr haben. Oh, wir müssen Sabr haben. Wir können nichts machen. Das ist überhaupt nicht das Verständnis von Sabr im Koran. Also das Verständnis von Sabr ist im Koran, weiterarbeiten, auch wenn der Widerstand noch so groß ist. Willst du einen Beweis dafür haben? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina ja'alu minkum wa ya'lam as-sabirin? Oder habt ihr gedacht, ihr werdet in das Paradies eintreten, bevor Allah diejenigen kenntlich macht, die sich bemühen und die standhaft sind? Und aus dem Kontext, also der Kontext ist von der Schlacht von Uhud, wo 70 Sahaba getötet wurden, macht weiter. Macht weiter. Ihr müsst weiter einsatzbereit sein. Und nicht, jetzt müsst ihr Sabah haben, zieht euch zurück, versteckt euch in die Berge, baut euch eine Blockhütte irgendwo im Wald. Ach, aber das ist das Verständnis heute. Sabah ist heute, das ist nicht Sabah, das ist genau das Gegenteil von Sabah. Das ist Niederlage. Das ist aufgegeben. Ich setze mich zurück. Oh ja, der Prophet ist beleidigt worden. Wir müssen Sabr haben. Sabr müssen wir haben mit Aktion.
Aber nicht blinder Aktionismus, sondern überlegter Aktionismus. Taten folgen lassen, Wissen verbreiten, Dawa machen, Leute vom Islam überzeugen. Und, dazu rufen wir die Leute auf, weil wir genau wissen, was für eine Situation wir sind. Wer hier in Deutschland dazu aufruft, dass die Dawa nur für Gelehrte ist, der hat zu heiß gebadet, Achi. Der kennt die Situation nicht. Achi, der soll mal der Spielhalle vorbeigucken, mal da reingehen. Was ist das Problem für einen Muslim, der nicht viel Wissen hat von der Religion, zu seinem Bruder zu sagen, hey Mehmet, hey Fuad, hey Mohammed, hey dies, das, wie sie alle heißen. Bruder, komm mal mit in die Moschee. Bruder, Achi, das, was du machst, ist schlecht. Ihn zu ermahnen, das ist auch Dawa. Dawa heißt nicht, du musst Aufruf zum Islam, du musst dem ein Tafsir vorlesen. Deswegen, nochmal, dieses Bewusstsein. Lernt und seid aktiv. Mit der Dawa, mit der Ibadah und seid standhaft und stolze Muslime. Das sind meine Worte. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.